Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder was aufgebraucht. Ich wollte euch mal eben meine Ausbeute vom letzten Monat ungefähr zeigen. Kann auch schon wieder anderthalb her sein, keine Ahnung. Da ist wieder so einiges dabei gewesen, was in meiner Lampe war. Und ich habe gedacht, die Kiste ist mal wieder relativ voll. So sieht's aus. Ich zeige euch das Ganze. Housewarmer technisch habe ich, glaube ich, gar nichts angehabt. Überlege gerade. Nein, Housewarmer hatte ich nicht an, habe ich auch nicht rausgesucht, also hatte ich auch keinen an. Fangen wir an mit einem Clamshell von The Bathing Garden. Lemon Squares and Christmas Sprinkles war das. Ja, Weihnachten haben wir noch nicht, aber ich habe gedacht, ich werde auf jeden Fall dieses Clamshell mal leer machen. Das war nämlich so ein sehr, sehr kuchiger Zitronenduft. Der war auf jeden Fall nicht weihnachtlich gewürzig oder irgendwie sowas. Und darum hat er trotzdem gepasst, denn ja, weihnachtliche Sachen sind natürlich jetzt im heißen Mai nicht angesagt gewesen. Aber Zitrone. Dann einer meiner größten Favoriten aus dem letzten Monat, Claire's Garden von Doris. Claire's Garden ist aus der Outlander Edition gewesen. Ich habe den nochmal einmal als Tat oder als Meld nachgeordert. Leider nicht öfter, total doof. Jetzt ist er natürlich wieder ausverkauft. Auch ein super schöner, kräutriger, grüner Duft, sehr ausgewogen. Keine Minze, sondern so ein grün-kräutriger Blumenduft. Eine schöne Mischung aus kräuterig und floral. Also den finde ich total, total gut gelungen. Claire's Garden. Absolut toll. Dann auch ein Herz von Doris, Morocco Orchid und Pink Amber. Das ist komplett weg. Ein sehr, sehr schöner, femininer, leicht floraler, parfümiger Duft. Total zu empfehlen. Der war auch, glaube ich, noch in den Custom-Order-Listen zu bestellen. Also da überlege ich, ob ich mir den vielleicht in irgendeiner Kombi oder so nochmal nachorder. Der war wirklich super schön. Ein ganz, ganz angenehmer, femininer Duft. Dann, Laguna Verde. Den habe ich aus irgendeinem Restock aus dem Shop gehabt. Auch hier nur noch ein winziges Stückchen. Laguna Verde war so ein grüner, aquatischer und auch maskuliner Duft. Mal gucken, ob ich hier das Spitzelchen noch kriege. Der war überraschend, wirklich überraschend intensiv und gut. Und obwohl er so ein Zitrusaroma drin hatte, war er überhaupt nicht Klostein, sondern so wirklich grün, tief, leicht maskulin. Also Wahnsinnsduft. Wirklich ein Wahnsinnsduft für Leute, die es grün mögen, die es leicht maskulin mögen. Auf jeden Fall Laguna Verde probieren. Der war ganz, ganz toll. Dann hatte ich von Iceflower ein Testmelt. Das hatte ich aus einem Tauschpaket. Spiritual Awakening. Das war auch ein sehr schöner Spa-Duft. Mit so ein bisschen Pritzeligkeit drin. So ein bisschen Richtung Lemongrass, aber es war nicht Lemongrass. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum es ein Testmelt war. Vielleicht ist der Duft irgendwie in der Mischung noch nicht im Shop oder so. Jedenfalls, den mochte ich sehr. Dann hatte ich den Grinch Cake von The Bathing Garden drin. Auch leer. Das ist halt, weil man einfach, wenn man die Clamshells so mit nur noch einem Würfel drin hat, im Schrank liegen hat, dann will man die irgendwann auch einfach loswerden, dass ein bisschen mehr Platz wieder ist. Ja, und der Grinch Cake, der war kuchig, aber auch mega süß und irgendwie hatte der auch sowas, was nicht da reinpasste. Also den mochte ich nicht. Ich hatte auch irgendwie nur noch ein oder zwei Würfelchen davon und habe es jetzt einfach aufgebraucht. Weg war. Dann habe ich ein Mäuschen Black Treasure von Doris drin gehabt.
auch nur noch so ein Hintern über von der Maus. Black Treasure, weiß ich nicht, was das für ein Lush Dupe sein soll. Hier ist noch der Rest. Der war irgendwie so Blaubeer, Patchouli, Badeschaum. Ganz dunkel, ganz mystisch. Also Black passt auf jeden Fall nicht nur zur Wachsfarbe, sondern auch vom Duft her sehr dunkel, sehr tief irgendwie. Den fand ich gut, allerdings nicht so gut, dass ich den jetzt unbedingt nachordern würde. Da mag ich andere von Lush einfach lieber. Dann ja, der allseits beliebte Cookie, Blackberry Jam Butter Cookie Cake Batter Ice Cream Duft. Da habe ich noch ein halbes Herz. Den hatte Doris letztens auch im Restock mit drin, wieder von ihrem, ich glaube letzten Freitag oder so. Und der war rasend schnell auch ausverkauft. Und ich habe auch nichts mehr abgekriegt. Wir waren auf einer Hochzeit und als ich nächsten Tag da reingeguckt habe, war nichts mehr zu bekommen, was jetzt irgendwie da in mein Beuteschema gepasst hätte. Aber besser für den Geldbeutel. Ja, der riecht halt nach dunkler Marmelade und hat ein ganz, ganz feines, vanilliges Aroma dabei. So ein Mandelkeksteig irgendwie so, obwohl es nicht so richtig Mandel ist. Aber so eine Spur davon ist irgendwie drin. Und halt dieses Butterkeksige da drin mit der Brombeermarmelade oder Blackberry-Marmelade. Das ist irgendwie eine total schöne, sehr foodie, aber trotzdem auch zarte Kombi. Und ich nicht so wirklich Beerenliebhaber, bin trotzdem hier ein großer Fan von. Dann hatte ich ein Herz Warm Vanilla Sugar Amber und Sacred Sandalwood aufgebraucht. Das war so ein typischer Warm Vanilla Sugar mit Sandelholzduft. Also man konnte beide Komponenten gut rausduften. Ich mag Warm Vanilla Sugar sehr. Und mit dem Sandelholz wurde das Ganze irgendwie nochmal etwas tiefgehender vielleicht. Ja, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall Sandelholz ist ja irgendwie eine Spur parfümiger dann noch. Ich mochte es auf jeden Fall. Oh, hier ist irgendwie ein Vieh. Das war auf jeden Fall eine tolle Kombi. Ja, noch einer der Favoriten, den ich auch nachordern würde. Jacks Kuscheldecke. Den hatte ich schon etwas länger bei mir liegen. Der ist von 2015 noch aus dem Sommer. Jetzt musste er mal langsam dran. Und der war auch richtig toll. Also kuschelig, einhüllend, trotzdem aber auch, es war Jacks Kuscheldecke und nicht Jacqueline's. Also deutlich maskuline Note. Ja, also der war wunderbar und ein absoluter schöner Kuschelduft. Also der hat mir gut gefallen, Jacks Kuscheldecke. Dann von Happy Melts habe ich an einem der ganz heißen Tage letzte Zeit Creamy Orange verdüftelt. Creamy Orange ist so ein richtiger Eiscreme-Orangenduft. Mm. Oh, die Tüte riecht auch noch wahnsinnig, der war auch mega intensiv. So richtig wie ein orangenüberzogenes Vanilleeis. Also ganz süß und cremig, also. Und die Orange ist so richtig vollfruchtig. Also keine säuerliche Orange, sondern eine richtig süße. Ja, also der ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, für wenn man mal bei Happy Melts ordern sollte. Nochmal Eisflower. Emma's Flower Shop. Den mochte ich auch sehr. Also Emma's Flower Shop roch wirklich sehr gemischt, floral. Nicht nur Rose oder irgendwie, sondern wirklich wie wenn du in den Blumenladen reingehst und grünstängelig dabei und im Ausklang, als er dann so seine paar Stunden auf dem Buckel hatte, wurde er sehr jasminig. Und das war dann so der Grund, warum ich ihn dann ausgemacht habe, weil von pur Jasmin bekomme ich halt Kopfweh. Und, aber vorher ein wunderschöner floraler Duft, total angenehm, total ausgewogen. Ich mochte den wirklich sehr.
Dann hatte ich von Mone Enchanted Scents die Tiana in der Lampe. Ich hatte da drei Herzen von. Und habe dann jetzt noch eins übergehalten, damit ich den Duft nochmal genießen kann. Tiana ist halt sehr aquatisch grün, leichte florale Eingebung, aber vorwiegend aquatisch und grün. Und den mochte ich bei dem heißen Wetter sehr. Also der riecht auch so ein bisschen wie so frisch geduschtes, kräuteriges Shampoo. So, auf jeden Fall eine sehr schöne Prinzessin von Mone. Dann ein Melt Pink Chiffon Lavender Flower. Das ist für mich die Kombi gewesen, so muss Lavendel duften. Also ein sehr kräuteriger Lavendel, ganz angenehm mit diesem edlen Pink Chiffon da drin. Also richtig ein edler, sehr, sehr schöner Lavendelduft. Den fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube auch, dass der jetzt mittlerweile in den vorderen Custom-Listen steht. Müsst ihr vielleicht mal schauen, wenn ihr den haben wollt. Also wenn ihr Lavendel-Fan seid, der ist grandios. Ein toller, toller Lavendelduft. Dann hatte ich von Sweet Mamsell ein Dankeschön. Und zwar Garden Party war das. Den habe ich nachgeordert. Sie hatte den nachher in dem Restock dann drin. Die Bestellung habe ich dann sofort genutzt und habe Garden Party nachgeordert. Der war auch wundervoll. Also wirklich ein floraler Duft, wie er sein sollte. Ohne Kopfschmerzen, ohne irgendeine Blume zu sehr in den Vordergrund zu stellen, fand ich ihn ganz toll. Und er hatte auch noch so ein bisschen was, ja, Slushy-mäßiges dabei. Also er war noch so süß. Und so, ja, nicht cocktailmäßig, aber so ein Slush irgendwie dabei. Also sehr schöner Duft. Ebenfalls von Sweet Mamsell ein Dankeschön, Baby Powder. Ein ganz klassischer Babypuderduft, ganz pur, ganz rein. Da hatte ich irgendwie einen Abend Lust drauf und dann ist der reingehüpft und der war auch ganz toll, ganz intensiv, aber halt ein purer Babypuderduft, ohne viel Schnörkel. Dann nochmal Sweet Mamsell, das war das dritte Goodie, ein Mystery Tart. Da weiß man immer selber nicht, was drin ist. Meins roch keksig, kuchig, mit einer süßen Note. Ich vermute, es ist Erdbeere oder Himbeere oder sowas gewesen. Aber sehr kuchig und schokoladig dabei. Wuchtig, war auf jeden Fall auch gut. Dann hatte ich von Blue Moon ein Pröbchen von der Zuckerschnute drin. Und die Zuckerschnute war, meine ich mal, eine Bodylotion oder Duschgel oder irgendwas von Balea, die total abging. Die ist bei den Bloggern durch die Decke gegangen. Und es roch auch wirklich ganz zauberhaft nach Zitrone und Eiscreme und süß. Ja, wirklich Free Zuckerschnute. Und genauso roch eben auch hier das Melt von Blue Moon, ein toller Blue Moon Duft. Ich kenne nicht viel von Blue Moon, ich habe bei Moni noch nie bestellt, aber den hatte ich in einem Tauschpaket und Zuckerschnute roch wirklich genau wie diese Bodylotion, also total toll. Dann nochmal von Mone ein Goodie und zwar war das die Aurora, das war Dornröschen. Und Aurora habe ich auch Gott sei Dank als Cup mir gesichert. Aurora war wirklich ganz fantastisch. Also Mones Houseblends sind ja sowieso toll. Sie macht das ja wirklich mit sehr, sehr viel Feingefühl und sehr viel Liebe zum Detail. Wie fast alle unsere Duftfeen, muss man jetzt ja ganz ehrlich dabei sagen. Die machen das ja alle wundervoll. Und Aurora war halt auch so ein Houseblend von Mone und sie hat versucht, sich in die Situation von Dornröschen rein zu versetzen und hat so einen sehr femininen, sehr zarten Rosenheckenduft entworfen, wie halt sie sich vorgestellt hat, dass Dornröschen in ihrem 100-jährigen Schlaf liegt und ja, von dieser Rosenhecke eingewachsen wird und der Prinz sie dann rettet. Ja, und es war halt so ein zarter, femininer, floraler Duft, aber nicht zu sehr Rose. Also mir hat auch Aurora gut gefallen. So,
So, noch zwei von Mone, dann haben wir es geschafft. Und zwar habe ich einmal den Christmas Movie angefangen. Und wie ihr sehen könnt, ist da sehr viel Öl drin, denn das hat schon das Papier durchtränkt. Und Christmas Movie war so ein Stern. Der ist jetzt nicht mehr vollständig. Und Christmas Movie war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Minzduft mit Popcorn. Ja, und irgendwie so ein bisschen winterlichen Gewürzen. Wobei ich halt warm fast nur die Minze und dieses Cremige davon mitbekommen habe, von diesem Popcorn. Aber keine Röst-Popcorn-Aromen oder irgendwie so, sondern eine süße, cremige Minze. Und darum habe ich gedacht, passt ja irgendwie auch in den Sommer. Und habe einfach mir das Weihnachts-Movie-Sternchen angebrochen. Der kommt hoffentlich auch nochmal wieder. Und der letzte aus meiner Kiste, dann ist die wieder leer, ist auch nochmal von Mone. Himbeer-Pfefferminz. Und das war ein großes Herz, wovon auch nur noch die Hälfte über ist. Ja, und das ist eine sehr interessante und schöne Mischung, Minze und Pfefferminze und Himbeere zu mischen. Die Himbeere ist so ziemlich die einzige Frucht, die ich in der Duftlampe sehr gerne mag. Neben vielleicht der Orange noch, aber das war es auch. Ich mag keine Kirsche, ich mag keine Erdbeere, ich mag eigentlich auch keine Blaubeeren und Kiwis und Kokos und sowas. Also Früchte sind bei mir echt schwierig. Aber Himbeere geht perfekt und ich finde mit der Minze auch eine super gelungene Kombi. Ja, also Himbeer und Pfefferminz ist einfach eine geniale sommerliche Kombination. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, wenn ihr da mal dran kämt oder von einem anderen Hersteller nachgießen lasst oder sowas. Auf jeden Fall auch eine total schöne Kombination. Ja, das war's. Mein Kästchen ist wieder leer. Ich glaube, es war sehr minzlastig, hatte ich jetzt so das Gefühl in der Rückschau. Ja, jetzt geht's fleißig weiter. Ich habe ja gesagt, dass ich aufbrauchen muss. Und dass ich nicht mehr so viel nachbestellen muss. Und in den nächsten Wochen kommen noch zwei Custom Orders bei mir an. Und dann ist auch erstmal gut. Also der Duftschrank hat ja nur begrenzte Kapazitäten. Und da will ich auch nicht drüber hinaus. Und darum wird fleißig aufgebraucht. Ich habe euch heute auch bewusst meine Scentsy-Düfte nicht gezeigt, die ich verbrauche. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich will halt einfach keine Werbung in dem Sinne machen, sondern ich will meine ehrliche Meinung zu den Düften sagen und ich möchte bei Scentsy halt das Ganze ein bisschen rauslassen aus dieser Vielfalt der Hersteller, die hier per Hand gießen, weil Scentsy nun ja auch eine Industrieproduktion ist, also keine einzelne Person, die da Liebe und Fleiß reinlegt, sondern deswegen kann man die schlecht vergleichen. Ich finde Scentsy wunderbar. Ich liebe meine Scentsy-Düfte auch sehr. Ich benutze die auch sehr gerne und fleißig. Und ich denke, ich werde vielleicht mal eine Scentsy-Review alleine hinstellen. Also ich benutze ja ansonsten keine industriell gefertigten Düfte mehr. Yankee Candle ist so gut wie ganz raus, außer vielleicht mal ein Housewarmer. Und ansonsten die anderen Düfte, die da sind, sind alle von einzelnen Personen mit Liebe Hand gegossen und ich will da nicht dieses Industrieprodukt in Anführungszeichen nebensetzen, weil das kann einfach, das kann man nicht vergleichen. Darum habe ich überlegt, mache ich Scentsy einfach gesondert und mache eine Review zu meinen Lieblingsdüften, die ich halt auch zu Hause hier immer wieder sehr gerne in die Lampe lege. Zum Beispiel Rosemary Mint oder so geht hier super oder Starfruit and Pear geht super hier, das liebt auch meine Familie. Kiwi-Fruit lieben alle hier. Ja, und da möchte ich einfach das Ganze hier aus diesen aufgebrauchten Videos ein bisschen rauslassen. Aber da kommt dann vielleicht demnächst auch noch was. Ja, das war's für heute. Vielen Dank dann, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, hoffe ich. Bis bald. Ciao.